Der ist 1-1-2-5, meldet sich mal wieder mit Worms Forts unter Belagerung. Mal gucken, ob ich diesmal eine Folge kriege. Ich wollte auch schon gestern aufnehmen, aber da hatte ich einen ziemlich schlechten Tag erwischt. Und noch eine kleine Neuigkeit vorweg. Ich habe die Wunder entfernt, weil ich einfach keinen Bock mehr auf billige Siege habe, die auch so billig sind wie Haftbefehlstexte. Okay, fangen wir an. Wen schmetter ich so alles nieder? Am liebsten wären mir die Blauen. Und die Playlist läuft. Hoffentlich. Treffer versenkt. Einfach mal neben mit einer Granate den weggeschossen. Boah, ich brauche ein bisschen was von den Schoketten hier. Oh, lecker Zuckerkram, Schokolade. So. Mhm. Die werden zurückschlagen. Und auf den Dom. Da kommt die Playlist. Ey, nicht rutschen. Vorsicht. Minen irgendwo in der Nähe? Zum Glück nicht. Okay, also kann ich mit der Ballista losfeuern. Okay, das wird die eine Weile ablenken. Also wenn ich den Schuss extrem gut getimt kriege, dann könnte ich wahrscheinlich den treffen. Nice. Sauber getroffen, muss ich sagen. Ja, und den hat es runtergeprügelt hier. Aber er hat es noch irgendwie überlebt. Oder? Ja, das ist der, den ich mit der Ballista abgeschossen habe. Mmh, kriegt echt einen Zuckerschock. Ja, und das musste leider so kommen. Ja, da beginnt schon mein eigener Wurm zu schimpfen. Heute ist im Gegensatz zu dem gestrigen Tag, also dem 19.03.2000, schlacht mich tot. Definitiv besser. Weil da ich jetzt auch schön die Wunder entfernt habe. Es heißt ja nicht umsonst, aus den Augen, aus dem Sinn. Der Turm ist gefallen und bald ist meiner dran. Schön gemacht. Und jetzt wird mein Turm fallen. Ich rieche es. Also sie verschwenden den Zug, dann wäre es gut. Aber ich habe jetzt irgendwie schon eine Challenge im Gegensatz zu den vorigen Partien. Ja, jetzt wird gleich mein Turm zerstört.
Dagegen kann ich leider nichts tun. Boah, zum Glück, er hat zu tief gezielt. Heide Witzka. So, Kuczynski repariert mal. Mal gucken, ob es vielleicht was bringt oder ob der Zug ein Waste war. Werden wir sehen. Das hängt ganz davon ab, wo die Blauen hinschießen. Sie fixieren sich auf die Grünen, Gelben. Boah, das kommt da rein. Oh, und mehr Kartoffeln. Boah, lange Zeit nicht mehr gegessen, diese Teile. Ich glaube, die Gelben werden sich entweder um die Blauen oder um die Grünen kümmern. Es könnte aber auch sein, dass sie tatsächlich professionell sind und mich als Ziel nehmen, weil querüber zu schießen, es verlangt schon eine Menge an Skill. Und bei mir kommt er rein zufällig. Der hat die doppelte Zugdauer genommen. Nicht wirklich nötig in dem Zug. Er hat 77 Sekunden, um über seinen Zug nachzudenken, aber das geht auch simpel mit der Ballista hier. Hoppla, zurückgeworfen. Ja. Wenn der Fall springt, dann fällt er ins Wasser. Ja, wie lange wird das wohl noch gehen? Ja, jetzt ist er hochgekommen und jetzt kann er auf den Turm. Yeah. Die ganze Zeit gebraucht. Jetzt wird er hinter der Rübe dieser Statue schießen. Stylish. Stylish Points für die Grünen. Meine Zitadelle werde ich ein bisschen schwer erbauen können. Normalerweise wäre es hier der Fall, aber eigentlich nicht, weil da jetzt schon so ein Wasserareal ist und ich erinnere mich ungern an Kuczynskis Stürzen. Ich werde tatsächlich mal den Papst benutzen. Ja, einfach mal den Papst zum Schwimmen schicken. Man sieht schon, ich faile wieder hart. Immer wenn ich gute Partien habe, faile ich nicht. Also gut von mir aus. Und die Gegner sich dumm stellen, dann leiste ich absolut keine Fehler. Aber wenn ich zumindest eine Challenge habe, dann kommen mindestens zwei Fehler von mir immer. Das ist schon garantiert. Das ist so klar wie Kloßbrühe. So traurig es auch ist.
Ja, das Turm war das Ziel. Record, Record, machen wir bis zum Einschlag. So, danke schön. Damit wir nicht den Belagerung von Aschabacken sehen müssen. An der Festung hat er sich breit gemacht. Hält sich mit dem Pixel dort fest. Ich kann also tatsächlich würdige Gegner erwarten, im Gegensatz zu den anderen Parts, wo sich die Gegner andauernd in den Abgrund ja, gesprungen sind sozusagen. Ja, die Statue gehört nicht zu den Bauern, das ist euch schon klar, oder? Stimmt, den Grünen muss ich noch einmal einen Belagerungsnager zudonnern, weil die meinen Turm beschädigt haben. Und dann kümmern sie sich um die Blauen, weil die jetzt eine Schwachstelle gefunden haben. Also mit einer Ballista komme ich da nicht weit. Zumindest nicht aus so einem Winkel. Oh! Noch eine Waffenkiste. Ein Ohmchen. Klar, Leute aus dem Altenheim kann ich immer gut gebrauchen. Ja, ein Papst. Und ich dachte, ich hänge hier irgendwie fest, aber... Aufgepasst. Der Doppelsprung funktioniert nicht so, wie ich es will. Über dem Turm ziehen. Ja, genau. Geht doch. Das war schön. Das muss ich sagen. Und Schaden hab ich gut gemacht. Da sieht man es mal wieder. Ich zeige Skill. Und Fail. Also Skill nach Fail sozusagen. Ach, der Kiri war's. Aha, die Gelben. Die machen genau das ähnliche, wie ich es mit den Grünen getan habe. In der Nähe von Koji, hä? Ja, anders können sie nicht bauen. Das, ja, nehme ich denen noch nicht übel. Außer sie zielen auf mich. Dann nehme ich es total übel. Aber die Schwachstelle hat Priorität. Ich lege mal.
Papst hat das kaputt gemacht. Oh, jeez. Not more paperwork. Rasieren muss ich mich auch noch. Ich hasse Haare im Gesicht. Hui. Fühlt sich widerlich an. Ja, die bauen auch genauso wie die Gelben. Aber nur weil sie keine andere Wahl haben. Aber mit einem Bergkrieg können sie immerhin was reißen. Aber was sie reißen werden, ist jedoch fraglich. Jo, die Schwachstelle der Gelben. That was a critical hit. Irgendetwas explodiert. Fass oder Piste? Okay. Ich hole mir mal die Kiste, die da neben Kudzinski gelandet ist. Eine Reparatur. Das bedeutet, der Zug war nicht umsonst. Vor allem, weil sie den Turm nicht zerstören wollen. So. Es ist gut, wenn die Burke jetzt was zusammenhält. An diese Kiste da oben komme ich anscheinend nicht dran, oder? Die muss wahrscheinlich da oben liegen. Weit weg von meinen Fängen. Granate und eine Frost. Jetzt komme ich mit dem Belagerungsplan hier. Stark muss ich ja nicht ziehen, weil der Wind schon stark bläst. Zerstört habe ich es zwar nicht, wahrscheinlich werden es die Blauen erledigen. Nur am Anfang wurde ich unter Druck gesetzt, sonst ist alles picobello. Die Fails von mir sind immer so unnötig, aber muss anscheinend sein für meine nicht vorhandene Quote. Ja, der Happy Zombie wird wahrscheinlich eine Zeit fliegen. Eine Zeit in einer Zeitspanne von 1,5 Sekunden. Was auch nicht gerade lang ist. Ja, da hindert schon der ein oder andere. Die anderen am Bauen, weil sie auch keine andere Wahl haben, sozusagen. Dann wird eben die Schwachstelle der anderen anvisiert. Genau deswegen habe ich so viel Luft gerade. Überlegen, wo ich meine Zitadelle errichten soll. Auf jeden Fall entweder dort oder da auf dem Ort des Sieges, damit ich den fünften habe. Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass er sofort zur Bazooka zückt. Das war ein direkter Treffer auf den Turm. Eine Waffenkiste fällt da in der Nähe. Weihnachten und Ostern auf einmal. Zwei Mädchenfiguren kommen mich besuchen. Das ist genauso lächerlich wie Gott. Wobei, nicht wie Gott, sondern eher so lächerlich wie die Bibel. Oder Haftbefehl. Ja, meine Lieblingswaffe, die hier eigentlich keinen so großen Nutzen zeigen kann. Auch weil wir uns in einer Höhle befinden,
und sich manche Armageddon-Steine sich ja auch so durchquetschen durch die irgendwelche Pixel. So, ich habe hier einen Druck gebaut. Ich glaube, ich baue da einen Scanner, oder? Hier baue, dann habe ich eine gute Sicht auf die ich laber ein bisschen zu viel. Das geht sowas von in die Hose. Okay, oder auch nicht. So viel zum Thema Zeitdruck. Ich habe einfach nicht mehr nachdenken können, weil ich unter Zeitdruck stand, aber das war tatsächlich mal ein Erfolg. Wo ist diese Kiste? Ich weiß, dass sie irgendwo oben liegt. Wo ist sie denn? Muss irgendwo liegen. Ach, jetzt kann ich nicht sehen, weil der mit der Ballista wieder beschäftigt ist. Da wo der Troll steht, ist es gerade nicht so günstig. Noch eine Waffenkiste, die man mir gönnt. Glückspilz, ja, das kannst du laut sagen. Heute kriege ich Waffen ohne Ende. Das heißt, wenn ich einen guten Tag habe, kriege ich auch gute Drops. So einfach geht das. Hier oben fast war schon deutlich zu sehen. Brauchen wir schon Getten? Schon, das wäre auf die Hand gefallen, aber nein, das ist so auf die rechte Brustseite hängen geblieben. Ja, und ich glaube, dieses Schwein nutzt das aus und zerstört deren Druck und dann den Troll ins Jenseits zu befördern. Falls dies auch wirklich so ist, wie ich denke. Ja, der ist sowas von weg. Definitiv da oben. Ich bin aber so neugierig, ob es auch wirklich stimmt, dass es da oben liegt. Okay, ich sollte hier vielleicht nicht zu viel faseln. Erstmal die Waffenkiste abholen. Ja, die Granate. Für den Fall, falls ich einen billigen Totschuss wagen will. Also irgendwie ist mir nicht nach Waffenschießen zumute. Ja. Ich muss mich ein wenig entfernen, damit der Sudden Death liegt. Da liegt ja schon die Kiste. In der Nähe der Waffenkiste, die ich eingesammelt habe. Gleich mit.
Super Schock. Und der Mosaka ist noch ein bisschen da geblieben. Ludger. Zerstört hat es das. Es sind nur noch 8 Minuten und 30 Sekunden. 8,5, wollte ich sagen. In was für einer Welt lebe ich denn? Ja, der eiskalte Papst direkt auf den Wurm gedonnert und die Bibel hat tatsächlich den Turm zerstört. Ich würde mir nie so eine blöde Bibel kaufen. Das Scheißteil kostet ja 20 Euro. Da will ich ja lieber was aufs Klopapier schreiben und das lässt sich gut verkaufen. Aber genug zu dem Mist. Ja, hier ist das ist wenigstens kein religionserfreudiges Spiel, wenn man hier mit Päpsten rumschießt. Bei mir hat man es noch ein bisschen mit den Papstabschüssen. Irgendwas ist explodiert. Aber ich kann auch irgendwie hier nicht so viel, nicht so ernst sein, wie ich es eigentlich sein will. Alter Schwede. Ich glaube, ich bin bescheuert. Alter, das mache ich nie noch, nie wieder, nein. Alter, ich hätte mich beinahe umgebracht. Das ist scheiße gewesen. Was haben wir denn? Eine Reparatur. Zünd mal zum Riesenlaser. Einmal querfeld überschießen. Out of control hier. Ich schieße einfach wie ein Amokläufer alles Mögliche ab. Lange kann ich ja den Laser auch nicht benutzen. Und es ist eine, trotzdem eine zu starke Waffe. Da ist schon Minikanone weniger gefährlich. Ja, wenn du schon was abschießen willst, musst du schon näher rangehen, ne? Ja, geht doch. Das geht. Du musst nur näher hin. Und er knöpft sich die Festung vor. Tatsächlich mal eine Festung over Turm. Direkte 199. Aber wenn ich schon die Affenbande und den Riesenlaser einsetzen kann, dann ist es das Signal, dass ich im nächsten Zuge Armageddon, Trebuchet und den Esel abwerfen kann. Also nutzen kann. Ein Armageddon kann man ja nicht abwerfen, den kann man beschwören. Entschuldigung. Der Countdown läuft. Untergang ist schon den anderen gewiss. Vielleicht aber auch mich, wenn ich ganz viel Pech habe. Man kennt ja das Karma des Spiels. Wenn man denkt, oh, alles super, ich bin unantastbar und dann wird das Handdev irgendwie das ein oder andere
zerstören. Tja, da hat er wohl was. Gerissen. Stimmt, wen griff ich mir vor? Weil ich habe jetzt gleich ein Labor. Hey, das hat sich gereimt. Voll ungewollt. Bergfried. Ja, weil ich weiß, dass das Labor sowieso nicht lange stehen wird, baue ich es an irgendeiner Stelle. Das ist doch vollkommen irrelevant, wo es stehen wird. Also auf die Grünen kann ich schon mal kein Trebuchet abwerfen. Bleiben einfach nur die Blauen. Die, auf die habe ich freie Bahn. Zwei. Sorry, für euch ist das Spiel gelaufen. Einfach so schnell wie möglich es geht einige Gegner ausschalten, damit ich noch etwas mehr den Sudden Death entkommen kann, sozusagen. Untergang für die Blauen. Die waren auch schuld an diesem blöden gestrigen Tag, wobei es lag nicht nur an denen. Kein Ding für den King. Aber trotzdem. Die bauen schwachstellenartig dort. Oder dort. Ja. Beide schwachstellenartig, was soll's. Vielleicht werde ich ja doch mich an einem Armageddon verrauen. Sofern das Labor noch steht, aber bezweifle ich irgendwie. Hier irgendwo eine Mine gesehen. Prompt mit der Minikanone wird doch... Ja, freie Bahn auf das Labor. Ich denke nicht, dass es jetzt eine Chance hat. Ja, da ist auch schon der letzte... Das letzte Stück gefallen des Labors. Also kann ich mich gleich trennen von dem Ding. Und dann dem Sudden Death zu verfallen. Alter, das will ich allerdings noch mal sehen. Den Wurf will ich noch einmal sehen. Oh, komm schon. Das wollte ich sehen. Das war ja mal extrem knapp. Ja, wie lustig Pojinski gesprungen ist. Zusammen. Hallo! Tschüss! Das gibt eine Menge Damage. Pojinski, unser Stratege, hat das Glück, dass der Esel sofort explodiert ist und dem einen super Zug gönnt.
das für eine Schwachstelle? Also, durch den Osaka-Massaker können sie nicht anders bauen. Das ergibt Sinn. Der Sadev ist schon gefährlich nah. Und wieso? Ja, das kommt davon, wenn man das Nilpferd gegen eine Höhle klatscht. Ich glaube, das wird auch nichts bringen, auch aus der Höhle rauszukommen. Da wird man einfach nur gefangen sein in der Höhle. Und der kümmert sich nicht mal um seine Festung. Ich glaube, denen ist meine Waffenschmiede wichtiger. Irgendwie ist da was kaputt gegangen. Meine Waffenschmiede hat es noch überlebt, aber das ist... Das liegt daran, weil mein Zitadelle so riesig ist. So einen breiten Umfang. Und hier kommt er. Unser erbarmungsloser Sadev. Das ist aber nicht nett. Okay, ich habe noch genug Zeit und ich hole mir vorsichtig diese Kiste hier. Muss ich mit der Maus drüber fahren, damit ich nicht blöd verrutsche. Ich kann dreimal Frost nutzen. Episch. Ich glaube, es ist extrem riskant, was ich da mache. Die Festung steht noch. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen, weil jetzt die Gelben so riskant, ganz riskant, wieder Zitadellen bauen können. Und passend zum Sudden Death kommt jetzt richtige Heavy Metal Mucke. Viel fällt in meine Richtung. Ach du Scheiße, die konnten tatsächlich dort bauen. Also das Trebuchet werden sie auf jeden Fall an den Grünen verpulvern. Ja, sie haben die Grünen ausradiert. Okay, jetzt wird's extrem schwer. Sie haben ein Trebuchet, sie können auch später auch noch ein blödes wissenschaftliches Labor bauen und mir alles, ja, dem Erdboden gleich machen.
Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Ansonsten bin ich draußen. Ja, der freut sich währenddessen. Es setzt sich schon ein Sturm auf und es wird heftige Niederschläge in der grünen und in der gelben und in der roten Ecke geben. Ah, jetzt wäre mir ein Armageddon wäre so passend, aber es wird hier zu wenig treffen. Am besten ist es natürlich, die Zitadelle so übel wie möglich zu schwächen, dass sie unbrauchbar ist. Naja, von hier aus kann ich eigentlich mit den Raketenwerfern treffen, aber das hängt auch vom Wind ab. Und vor allem haben die einen Esel. Also wenn ich ein Drehbuch bekomme, dann habe ich noch Hoffnung. Okay. Die Partie entwickelt sich doch extrem schwierig. Und es liegt daran, dass die Gegner auch eine Zitadelle haben. Wenn auch ziemlich riskant. Und ich hätte vielleicht doch die mich um die Gelben kümmern sollen, anstatt die Grünen für sie vorzuschwächen. Ich guck mal. Also wenn ich hier hinziele, dann habe ich freie Bahn auf die Zitadelle. Ohne Fleiß kein Preis, sag ich ja, oder? Ja, geil. Der Turm ist futsch. Das ist das, was ich größtenteils erreichen wollte. Ja, anscheinend habe ich die Strategie vermasselt. Weil so können sie nicht an ein Labor kommen für einen Zug lang. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich sicher bin. Die Zitadelle kann immer noch genutzt werden, wenn sie sich geschickt hinstellt. Also eine falsche Bewegung oder ein falscher Schuss und das war's für mich. Oh mein Gott. Ja, die Kisten hole ich mir nicht. Ich habe keine Lust irgendwie suizidgefährdend irgendwelche Sprünge zu versuchen. Na super, die haben jetzt auch noch eine Burg gekriegt, um mich zu foltern. Scheiße. Lol. Der Esel landet auf der Säule. Eine Darstellung von purer Macht. Und da sehen wir tatsächlich, dass die Kiste da oben ist. Also was wir nicht gesehen haben, ist keine pure Macht gewesen, sondern eine echte Witzfigur. Just like Crafty. Also, was er sich da mal gedacht hat. Also ich hätte da so in der Nähe dieser Türme da den Esel abgeworfen oder die Burg. Das wäre
wirklich schlecht für mich, hätte schlechter für mich ausgesehen. Aber das haben sie dann doch nicht gemacht. Was ein Glück. Vielleicht wollte er einfach nur dorthin ziehen, weil sich dort ja auch so die meisten Würmer befinden. So in der Nähe. Okay. Durchatmen. Ich glaube, ich entferne mich lieber von der Zitadelle und werde hier was abdrücken. Ein Tierangriff möge es sein. Auf gut Glück. Mögest du viel Schaden anrichten. Fängt das nicht ab. Gut. Ja, der heult. Und der wird ertrinken. Ja, den habt ihr vergessen. Aber der Sam, der vergisst keinen, er reißt ihn schon in den Tod. Die Seilzeitspanne ist schon... Okay, er entfernt sich von der Zitadelle, das ist Glück. Allerdings nutzt er die Burg. Hängt ganz davon ab, ob er es richtig tut. Ja, der ist hinter der Burg her, aber ganz eindeutig. Dessen trifft er die Zitadelle. Scheiße. Das ist unfair. Der Sattendiff ist ein Arsch. Aber das ist nichts Neues. Der hat mich einfach mal rundum quers fliegen lassen. Und ich bin leider ertrunken. Ja, und bei dem, da ist nur noch ein Wurm übrig. Ich glaube, ich generiere mich. Ich glaube... Lass mich generieren. Wer tut es? Wer hat's getan? Der Kojitski, glaube ich, oder? Ja, der Kojitski, auch wenn er mich umbringen will. Er muss den Teamchef am Leben erhalten. Sonst wird das nichts. Alter, wie stark er das beschädigt hat. Du alter Astgesicht. Du altes Astgesicht. Ich hoffe, das wird eine Menge Schaden anrichten.
hätte auch eventuell zur Überschwemmung greifen können, dann hätte ich es ganz schnell vorbei. Das war sehr effektiv. Aber der Sattel ist gnadenlos und tötet mich ein zweites Mal. Scheiß auf den Zers. Der Dolzy soll hier nicht leben. Dieses Fischgesicht kann gleich weg verschwinden. Ja, das ist anscheinend das Einzige, was er gerade in seinem Kopf vorgeht. Leider hat er mich getötet, ein zweites Mal. Naja, immerhin kann man hier meinen Grabstein huldigen. Aber zurück zur Ernsthaftigkeit. Ich habe immer noch eine Wiedergeneration, um mich zu generieren. Das Blöde dabei ist, dass er jetzt immer noch das Labor hat und jetzt das Krankenhaus nutzt. Aber keinen generiert. Ich glaube, das sieht gut aus für mich, weil der wird wahrscheinlich gegen den Fallknall. Electric Storm. Da wird eben der Hendrik den Chef wiederbeleben müssen. Wobei, wie viele Punkte hat er überhaupt? Sicherheit geht vor. Bringen wir es zu Ende. Push! Ein Wort mit dir. Cheerwins. Der meistgenutzte Spuck dieses Mal. Der Shiro hat's geregelt. Und sonst freut sich keiner.
Das war doch eine ziemlich anstrengende Partie. I like that. Davon will ich noch mehr sehen. Vielleicht kommt ja noch was im nächsten Part.